Da sind wir. Hallo. 86% meiner Zuschauer sind noch keine Abonnenten, wenn auch du derjenige bist, der hier regelmäßig vorbeischaut, aber noch kein Abo dagelassen hast, dann drück doch gerne auf die Glocke. Das wäre super nice und würde mir voll helfen. Danke. Im letzten Stream habe ich hier diese Höhle angefangen auszugraben mit dem Chat und als ich dann das Gefühl hatte, es war ja so nie der Mörder-Content, muss man einfach dazu sagen, aber es muss halt gemacht werden. Ja. Das ist ein bisschen too, ich will jetzt nicht sagen langweilig war, aber sich zu sehr gezogen hat, habe ich das jetzt kurzerhand noch ein bisschen selbst Hand angelegt und habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Das werden wir aber heute nicht machen, das ist nicht unsere Baustelle heute. Weil heute ist die Prämisse, wir müssen unsere Fabrik bisschen auf Vordermann bringen. So, dann haben wir im letzten Stream haben wir das hier gebaut. Das ist ja unser, ich nenne es mal Barbecue Smoker. Also und das ähnliche im Prinzip müssen wir jetzt noch mal hier aufbauen heute. Nur das wird dann ein bisschen heißer, weil dafür brauchen wir Lava. Haben wir nicht mehr viel Luft. Vielleicht müssen wir noch einen Kompaktor vorziehen. Theoretisch müssten wir fast einen Kompaktor vorziehen. Das läuft jetzt bald über. Müssen wir noch eins verkürzen, oder? Ja, warte, 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 warte. Ich krieg gerade einen Denkfehler schon wieder. Krieg gerade schon wieder einen Denkfehler. Moment. So. Nee, bringt mir nichts. Bringt mir nichts. Brauchen wir doch eine Vertical? Ja. Bringt mir aber nichts, eine Vertical, oder? Doch, können wir nach unten läuten. Haha. Dann müssten wir hier nochmal eins erhöhen. Machen wir aus der Gearbox. Müssen wir halt noch eine machen dann. Eine Vertical. Dann gehen wir hier eins runter. Dann brauchen wir Holz. So. Und dann so. Ich bin doof. Mir fällt gerade auf. Jetzt pass auf. Ich brauche nicht das da. Ich brauche die Presse. Das heißt, der ganze Aufbau ist eigentlich mehr oder weniger hier ein Arsch. Das heißt, ich hätte alles dahinter bauen können. Das heißt, ich kann alles nochmal abreißen. Ja, gut, dass wir es überprüft haben, weil das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber man lernt nie aus. Also ich lerne hier eh ständig dazu, weil für mich ist es komplett Neuland. Aber es ist ein schönes Neuland. Ja, jetzt gibt er aus. Das könnte klappen, wenn ich richtig denke. Jo. Und jetzt gibt er richtig Gas. So, und das haben wir gleich stackweise raus. Genau, da kommt dann das Material quasi rein. Dann kommen hier verschiedene Tunnel drauf. Nicht Funnel, sondern Tunnel. Die uns dann das Ganze so sortieren, wie wir das wollen. Und dann brauchen wir eigentlich nur einen Antrieb. Und lassen das dann über die ganzen Bänder hier laufen. So, sobald die Lava drin ist, wird hier richtig, richtig heiß. Deswegen werden wir dann hier auch noch einen Schutzwall aufbauen, dass wenn wir hier mal vorbei müssen, um irgendwas zu reparieren, dass wir nicht in Flammen aufgehen. Wir könnten auch eins opfern für die ganze Elektronik. Würde mir, glaube ich, ganz gut gefallen, ja. Dann kann ich hier nämlich mit genau, mit, wie heißen sie wieder, Brennen Andesite Casings, weißt du seine? Ich hoffe nicht. Farm läuft. Sieht aber in meinen Augen scheiße aus. Deswegen werde ich da auf jeden Fall noch Na Lava nachziehen. So. Gut.
Dann brauche ich dann irgendwann noch ein bisschen Brass. Dann machen wir hier die ganzen Brass-Tunnel hin und dann kann ich hier produzieren. Und dann kommt hier das Zeug raus und wird dann, wenn es soweit ist, runtergehen in die Item-Autobahn und da unten müssen wir jetzt noch die Waschvorrichtung aufbauen. Mal wird das alles ein bisschen dezentralisieren und hier unten wird das Ganze dann, die Catwalks, die werde ich wahrscheinlich austauschen. Ich werde, glaube ich, andere nehmen. Hier wird alles quasi runterkommen und das wird eine einzige Autobahn hier, wo die ganzen Sachen dann von A nach B, nach C, nach D geschickt werden, wo sie dann quasi verarbeitet werden und dann, wenn es der Platz ist, werden wir da hinten dann noch das Item-Lager mit reinbauen, wo dann quasi alles gesammelt wird. Upsi. Ja. Egal, komm. Das wird kurz wehtun, aber nur einmal. Okay. Ja, und es scheint zu klappen, was ich vorhabe. So, ich will nämlich gucken, ob ich durchs Belt komme mit dem Wasserpartikeln. Der Sand wurde gewaschen und du hast ja nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du was rausbekommst. Deswegen. Ja. Es kam halt nichts raus, aber er wurde gewaschen. Das heißt, ich kann die Bänder von unten anschießen. Also weil sie durchlässig sind. Sie sind quasi transparente Blöcke und keine festen Blöcke wie Stein oder Erde oder sonstiges. Das ist nice. Wobei es in dem Fall egal wäre, weil ich ja die komplette Breite abschießen will. Oder will ich nur eine Waschstraße nehmen und da alles drüber jagen? Na, das könnte verstopfen. Okay, also der Test hat gezeigt, es geht. Aber es bringt mir halt gar nichts. Ich glaube, wir verlängern um eins, hauen das raus. Und ja, es gefällt. Ich habe so einen leicht minimal ästhetischen Anspruch, ich weiß auch nicht. Das kann man dann irgendwie mit Slabs oder sowas ein bisschen. Das ist mein größtes Problem, dass du halt irgendwie am Anfang jetzt noch nicht so richtig schön bauen kannst, obwohl du eigentlich schön bauen möchtest. Aber du brauchst ja erst die Ressourcen, ne? Wunderbar. Und jetzt müssen wir nur schauen, ob wir uns hier ein bisschen tricksen müssen. Das kriegen wir aber raus. So, jetzt ist das Problem, dass die Gearbox uns das Signal umdreht und wir ansaugen. Okay, gut. Also wir werden in der richtigen Position. Brauchen wir eine, die müssen wir umdrehen. Eine Vertical machen. Weil die, wenn ich jetzt setze, hat nämlich keine Verbindung hierher. Und jetzt gehe ich mit der Keybox hier drauf. Und dann habe ich das, was ich wollte. Dann müssen wir das jetzt nochmal umbauen. So, jetzt können wir nämlich die Drehgeschwindigkeit bestimmen. Jetzt gehen wir hier mit dem Bad Nummer 1 raus. Dann haben wir die normale Gearbox und wo ist meine Vertical? So, mit der. Ich höre dich. Ich freue mich, dass du da bist, wenn du das Richtige dabei hast. Podzol, Oak Sapling, Fern, Fire Coral Block und Slime Ball. Ich habe dir gesagt, ich möchte bitte Dripstone. Dripstone. Nie bringst du ihn mit. Also muss der positiv sein. Das heißt, ich muss das hier dreimal umstellen. In 20 und die Pusten. Gut. Dann brauchen wir nochmal eine Gearbox. Aber jetzt können wir mit dem Rotation Speed Controller. Wir haben Saft, also geben wir auf Gas. Hier Gas geben. So, und jetzt müssen wir nur noch die anderen anschließen. Ja, jetzt haben wir die Grundsteine der Fabrik stehen überall. Fehlt bloß noch die Verbindung untereinander.
Das Einzige, was mir jetzt noch... Oh, guck mal hier. Und wieder irgendwie die Water Source kaputt? Nein, bitte nicht. Nicht wieder die leidige Geschichte mit dem Wasser. So. Da ist alles gut. Und da ist alles gut. Und er zieht doch Wasser. Hä? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Er zieht hier Wasser, er zieht hier Wasser und er zieht hier Wasser. Also das funktioniert. Die Water Sources sind alle gut. So, dann machen wir halt mal hier ein Reset. Und, ah, okay, war nur ein kleiner Bug. Alles gut.